nicht mehr weh und der Hafer sie stinkt. Dann laufen sie aus und segeln quer über den Ozean. Nach der Kanalpassage segeln wir über Taboga, Bona zur Isla San José auf Las Perlas. Von da nordwärts Pedro González, Vivero, Bayonetta, Contadora, Mogo Mogo, Pacheca zurück nach Panama City. Denn da für eine Spur? Schildkrott? Nein, das ist unser Dingi. Müssen wir hochtragen, hochschleifen. Weil hier ist die Teide 4-5 Meter hoch. Zum Glück sind wir zu dritt. Pfingstzitronen, Nelly. Eine gefunden. Super. Siehst du? Es hat auch Bananen. Oh, Bananen haben wir, brauchen wir unbedingt. Jetzt hat ein Schön. Paar für uns. Wunderbar, nehmen wir mit. Und das Ernten einer Papaya ist dann schon etwas schwieriger. Aber wir schaffen das zu zweit. Und am Schluss werden dann noch Kokosnüsse von den Bäumen geholt. Limones, Kokosnuss, Banane und Papaya. Jetzt sind wir für die nächsten paar Tage eingedeckt. Der Schatten im Sand sieht gut aus. Was machen wir jetzt? Entsorgen. Auf der Insel Contadora ist man vorbildlich. Contadora ist die Feriendestination in den Las Perlas. Hier gibt es eine Hotelinfrastruktur und schöne Strände. Die Touristen kommen entweder mit der Fähre in 3,5 Stunden von Panama City oder direkt mit dem Kleinflugzeug in 30 Minuten. Am nächsten Tag gehen wir mit dem Dingi zur kleinen Insel. Heute wollen wir schnorcheln. Thank you.
Überall finden wir diese Schnecken. Unglaublich, wie sie sich bei Flut in der tosenden Brandung an den Felsen festklammern können und bei Ebbe das Sonnenlicht genießen. Je nach Mondphase beträgt die Differenz zwischen Ebbe und Flut 3 bis 5 Meter. Bei Ebbe, wie hier, kann man die Insel leicht auf einem Felsband umrunden. Allerdings manchmal etwas abenteuerlich. Die paar hundert Einwohner, die auf der Insel Saboga leben, arbeiten als Fischer oder in der Touristenbranche auf der benachbarten Insel Cantadora. Leider, wie fast überall in Panama, ist auch hier der Abfall ein Riesenproblem. Die großen Gezeitenunterschiede verändern das Landschaftsbild dauernd. Manchmal sind Sträucher mitten im Strand, so wie hier, und etwas später weit draußen im Meer. Tausende von rosafarbenen Muscheln bedecken den Strand von Mogomogo. Wunderschön, wie sie den Wellen klingen. Im angrenzenden Wald finden wir ein paar verlassene Hütten. Sie sind kürzlich wohl noch bewohnt worden, denn es hängt noch Wäsche rum und in einer der Hütte liegt noch Werkzeug. Wieder einmal ein Monsunschauer. Der Squall dauerte ca. 15 Minuten und nach 7 Segelstunden konnten wir den Anker in der Bucht von Las Brisas vor der Skyline in Panama setzen. Ja, was kommst du über? Ich komme einen Beischmuck über. Einen schönen Beischmuck. Ich lasse mir den gleich noch nützen. Pia, bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ich komme.
Dort weit hinten kommt sie aus der Pedro Miguel Loks. Die Anixi. Ja, wo bleibt denn die Anixi? Köppi, hast du sie gesehen? Da vorne ist sie. Da links. Da kommt sie endlich, die Anixi. Lange mussten wir warten. Während ein kleines Schiff vom Leinhändler in der Schleuse geführt wird, sorgen bei großen Schiffen mehrere dieser starken Lokomotiven für eine genaue Positionierung in den engen Schleusen. Vom Ankerplatz Las Brisas sehen wir diese großen Containerschiffe sanft durch den Kanal in den Pazifik gleiten. Sehr eindrücklich. Der erste Abend hat Nelly mit Hako und Nora verbracht und so ist es auch der letzte Abend. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt doch auf den Daumen, auf Abonnieren und die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen.